Shalom. Alechem. Salam. Aleikum. Und der Friede unseres Herrn und Heiland, Retter Gottes, des Ewigen, des Einzigen, des Unendlich und Unwandelbaren Sohnes Gottes, Jesus Christus, Jesu Christu, Yeshua ha Mashiach, sei mit euch. Wir lesen heute aus dem Alten Testament des Jeschajahu-Buches, des Jesaja-Buches, Jesajas, Kapitel 11, ab Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, Ruach Adonai, Ruach Geist der Weisheit und des Verstandes, Geist des Rates und der Kraft, Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ich bin, der ich war. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich sein werde. Ich war, der ich war. Ich war, der ich bin. Ich war, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich war. Ich werde sein, der ich bin. Ich
werde sein, der ich sein werde. Ja. Amen. Denn ein Einschub von mir. Denn der Herr Jesus Christus ist der, der da war, der da ist und der da wiederkommen wird und uns zu sich holen wird in der Entrückung der weltweiten Christengemeinde. Keiner weiß, wann dies geschieht. Doch nachzulesen im 4. Kapitel der Offenbarung der 24 Ältesten der Ekklesia Jesu Christu, der Versammlung, der Gemeinde, der Kirche Jesu Christi. Denn dort wird die Entrückung stattfinden. Der Zeitpunkt ist nicht wichtig, nicht für uns, denn der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht. So können wir jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, jede Zehntelsekunde, jede Hundertstelsekunde, jede Tausendstelsekunde, jede Zehntausendstelsekunde, jede Hunderttausendstelsekunde, jede Millionste Sekunde, jede Myriadensekunde, Sekundelste auf ihn bereit warten. Harren auf den Herrn, den Christus, Jesus, dem Ewigen, dem einzigen Monogenes in seiner Art, dem Unendlich, dem Vollkommenen, dem Reinen, dem ohne Sünde, Sohn Gottes. Amen. So lese ich Kapitel 11 des Jesaja-Buches ab Kapitel 11 des Jesaja-Buches ab Vers 2 in Hebräisch. Be nacha alaiv ruach Adonai. Yod hey vav hey ya So bereit ein Einschub von mir. So bereitet euch vor, eurem Gott zu begegnen. Dem Einzigen. Dem Ewigen. Dem Unendlichen ohne Zeit, ohne Anfang und ohne Ende. Nicht vorzustellen. Ah.
Schrr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 r
Amen. Ich lese nochmals auf Hebräisch den zweiten Vers des 11. Kapitels Sefer Yeshayahu. Denn der Herr, der Ewige, ist Rettung, so wie der Name Jehoshua, Yahshua, Yeshua Shimcha, Baruch HaGedolim, VeHaKedoshim. Gepriesen sind die Großen. Denn am 4. Tag der Woche kam HaGedolim, das große und das kleine Licht, die Sonne und der Mond und die Sterne Licht. Licht. Denn am 4. Tag kam Licht. Und im 4000. Jahr kam Licht. Denn ein Kind ist uns geboren und ein Sohn uns gegeben. Und die Herrschaft, Herrschaft, Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen. Wie geschrieben steht im 9. Kapitel, 2 Kapitel davor, im Jesaja-Buch, ab Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen. Wunderbarer Ratgeber, Pelle, Joetz, Gott Held, El Gibor, Vater der Ewigkeit, Avi Ad, Fürst, Oberster des Friedens, Sar Shalom. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Amen.
Kin'ah Adonai Zva'ot Ta'ashe Bzot. Und so nochmals den zweiten Vers. Des 11. Kapitels. Be Nacha Alaiv Ruach Adonai Ruach Chochma U Bina Ruach Etza U Gevura Ruach Da'at Be Yirat Adonai. Amen. Nochmals auf Deutsch. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, Geist der Weisheit und des Verstandes. Ruach Chochma u Bina, Bina. Geist des Rates und der Kraft. Ruach Etza U Gevura Gevura Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Ruach Da'at Be Yirat Adonai. Amen. Ja. Amen. So lese ich weiter auf Deutsch. Im Text. Vers 3. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören. Nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Gerücht seiner Ohren. Und er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und den Demütigen. Sanftmütigen des Landes Recht sprechen. In Geradheit. Und er wird die Erde schlagen mit der Rute seines Mundes und mit dem Hauche seiner Lippen den Gesetzlosen töten. Und Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Und der Wolf wird bei dem Lamme weilen und der Pardell bei dem Böcklein lagern. Und das Kalb und der junge Löwe und das Mastvieh werden zusammen sein. Und ein kleiner Knabe
wird sie treiben. Und Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen, wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loche der Natter. Und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle des Basilisken. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde das Land wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tage. Der Wurzelspross Das hebräische Wort bedeutet zugleich Wurzel und Wurzelspross. Der Wurzelspross Isais, welcher da steht als Panier der Völker. Nach ihm werden die Nationen fragen, und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und es wird geschehen an jenem Tage. Da wird der Herr noch zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, loszukaufen. Zu erkaufen. Aus Assyrien und aus Ägypten und aus Patros, Oberägypten. Und aus Äthiopien und aus Elam. Die persische Provinz, deren Hauptstadt Susa war. Und aus Sinear, das ist Babylonien, das heutige Irak. Und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Die Inseln und Küstengebiete des Mittelländischen Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier erheben. Und die Vertriebenen Israels zusammenbringen, und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Und der Neid Ephraims wird weichen, und die Bedränger Judas werden ausgerottet werden. Ephraim wird Juda nicht beneiden, und Juda wird Ephraim nicht bedrängen. Und sie werden den Philistern auf die Schultern fliegen, gegen Westen, werden miteinander plündern die Söhne des Ostens.
an Edom und Moab wird sie ihre Hand legen, werden sie ihre Hand legen. Und die Kinder Ammon werden ihnen gehorsam sein. Und der Herr wird die Meereszunge Ägyptens zerstören. Verbannen, den Bannfluch darüber aussprechen, austrocknen und er wird seine Hand über den Strom den Euphrat schwingen mit der Glut seines Hauches und ihn in 7 Bäche zerschlagen und machen, dass man mit Schuhen hindurchgeht. Und so wird eine Straße sein von Assyrien her für den Überrest seines Volkes, der übrig bleiben wird, wie eine Straße für Israel war, wie eine Straße für Israel war an dem Tage, da es aus dem Lande Ägypten heraufzog. Und an jenem Tage wirst du sagen, Kapitel 12, und an jenem Tage wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ich danke dir, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, meine Rettung. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn ist meine Stärke und mein Gesang. Und er ist mir zum Heil geworden und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils und werdet sprechen an jenem Tage, preiset, danket dem Herrn, rufet seinen Namen aus, machet unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, erwähnet rühmend, dass sein Name hoch erhaben ist, besinget den Herr, denn Herrliches, Erhabenes hat er getan. Solches werde kund auf der ganzen Erde, jauchze und jubele, Bewohnerin von
Denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israel Kedosh. Ja, Asher. Ja, Kedosh Israel. Ja, Yeshua Mashiach Ben HaElohim. Amen. So beenden wir es erstmals bis hierher, bis zum 6. Vers des 12. Kapitels und beten das Vater unser, so wie es uns der Herr und Heiland Gott, der Einzige, der Ewige, der Unendliche und Unwandelbare, der Vollkommene und Sündlose und Reine und Heilige, Sohn Gottes, Jesus Christus, es uns gelehrt hat. Amen. Vater unser, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, Jesu, in Ewigkeit. Amen. Ja. Amen.